Jo. Ja, ist nicht die schnellste Hand, aber immerhin haben wir Mana. Und Turn 2 was zu tun. Us ist okay, ne? Ja, ich glaube, der Us macht die Hand keeper. Ich stell mir vor, dass deine Summoning klappt. Wobei der Mountain jetzt schon ein bisschen stört. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Warum ist der jetzt doch nochmal reingekommen? Ich hab das nicht Weil wir es erlauben können. Ach so, okay. Irgendwas mit Spaß. Na klar, blau. Conceit. Oh. Alle Farben sind versammelt. Gerhard Messenger wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen unangenehm. Ein bisschen. Naja, wir ziehen ja dann den Troll, discarden den Messenger, Necromancy, Easy Game. Wunderbar. Nicht, dass wir da einen Type oder nicht hier nope. rausholen. Nope, Messenger Value. Oh. Je nachdem, was er macht, könnte Olivia auch eine schöne Karte sein. Bisschen schade, dass wir das Wolratsdorn nicht aufsammeln konnten, wo wir den Titan jetzt haben. Generischer Counter Nummer 1. Stell dir mal vor, jetzt Summoning. Hätten wir eine Summoner genommen. Ja, und all unsere Wir könnten zwar nichts wirklich gut mehr treffen, weil wir sind aber... Na, aber das ist doch schön, dass wir zumindest gegen ihn einfach die Trap reinbohren und dann... Ja, dann hat jeder mal gewinnen. Spaß gehabt. Genau. Er auch. Hey, ist ja gemein. Ja, aber er denkt jetzt, okay, kriegst es. Der spielt bestimmt Twin. Spaßverderber. Chase. Deep Analysis. Sphere. Damit nehme ich. Na, dann legen wir erstmal drei Flieger, ne? Ja. Auf Rache. Fliegerin. Ja, wie war das? Ihr Artwork ist sehr unvorteilhaft, wenn man mal genau hinguckt. Ach, weil sie ein drittes Knie hat? Deine wieso, sie zieht doch... Wieso denn? Sie zieht doch ihr ja, Norden ja. oder hin, ne? Ja, ja, das stimmt. Was anderes habe ich gesagt? Ich verstehe nicht. Sie ist halt eine sehr classy Lady. Treachery. Oh, check it. Ja, auch ganz gut. Können wir die Shackles kaputt machen? Ja, wir haben Maelstrom-Puls und Vraska. Handmaster können wir legen, oder? Mhm. Ja. Und den SG. Den SG. Ja, und dann hat er auch schon... Wenn er jetzt nicht... Ist ja schon tot. Das Spiel ist eigentlich zu Ende, schon... Ja. Ja. Also, es wird schon sehr schnell sehr unangenehm für ihn, also... Titan into Shelby. Sein Deck ist doch Kuchenblech. What? Kennst du das? Nein. Das hört sich aus. Such mal Kuchen. Reicht es, wenn wir Kuchenblech suchen? Ich glaube schon. Ja. Kuchenblech-Mafia. Ja, Kuchenblech-Mafia. Was halt wirklich sehr hässlich ist, ist, dass seine Olivia... Oh, warte mal. Wie funktioniert das denn, wenn er mit einer Olivia was übernimmt und wir unsere Olivia zurückbekommen? Steht er nicht drin, solange sie im Spiel ist? Ja, wahrscheinlich. Ah, ne. You control Olivia. You control. Okay. Guck mal, damals hat das noch so funktioniert. Was soll er jetzt machen? Er muss doch eigentlich auf den schießen, oder? Ja, ja, kann eigentlich ab. Oder macht er jetzt Control Magic auf den? Das wäre stark. Sphinx. Nee. Grave Titan. Achso, er nimmt den einfach so. Oh mein Gott. Naja. Das ist ja unangenehm. Er hat, glaube ich, auch Spaß. Der hat wirklich viel Spaß. Aber ich glaube, der Play, jetzt den einfach abzuschießen und für 5 anzugreifen, ist ein Stück weit stärker. Gefällt mir auch ein bisschen besser. Weil wir jetzt sind jetzt sowas. Was machen wir denn jetzt? Na, wir müssen die kaputt machen. Wir müssen die kaputt machen, dann verlieren wir... Vraska wahrscheinlich, ist aber egal, weil wir Olivia haben. Ja. Ist wahrscheinlich richtig. Ach, wir können ihn ja schon übernehmen, oder? Der sagt nämlich, solange er im Spiel ist, ne? Mhm. Ach nee, nee auch erst unter. Das heißt, wenn wir den übernehmen mit der Olivia, kriegen wir unseren Handmaster. Also, ja, es sind die Shackles, weil die uns auf lange Sicht zu sehr Probleme bereiten. Und wenn wir aber erst den Titan spielen? Aber wenn wir ihn jetzt einmal tappen lassen, kann er halt echt genau, zu viel machen. Das Window ihm zu lassen. Vor allem wird er wahrscheinlich Value bekommen, weil er mit der Olivia dann unseren Token noch wegschließt. Und ja, ja, nee, so viel Value können wir ihm nicht geben. Eben. Also in seinen 2 Jahren. Weil er muss sich ja schon sehr, sehr schnell, um nicht zu sagen, sofort um Olivia kümmern. Weil er hat nur 4 Handkarten, das wird jetzt nicht so schwer. Ja, aber wir haben noch nicht genug Mana für die Combo, ne? Nö, wir brauchen noch ein Land. Easy Rip. Deswegen hätte ich halt... Ah, naja, nee, macht ja auch nichts. Aber, na gut, der muss jetzt erstmal Vraska angreifen. Jetzt wird er natürlich belohnt für den Play, den er gemacht hat, ne? Hätte er unsere Line of Play gemacht. Oh, das wäre dann nicht schön. Wir die 5-5 Dings bekommen und, ja. Naja. Aber, je nachdem, was er noch machen kann... Ja, aber vielleicht, also im Worst Case wird er einfach Go sagen, oder? Ja, das ist aber nicht so schlimm. Da macht er nichts. Da könnten wir überlegen, ob wir den Handmaster einfach abschießen, weil dann flippt er nicht. Hm. Ah, stimmt. Darauf können wir reagieren. Ich glaube, die... Das ist unser eigener Handmaster. Ja.
Weil im Moment, wenn er damit nicht angreift, will er, glaube ich, einfach nur Go sagen, ne? Das wäre natürlich richtig schade gegen Removal, weil... Von Olivia meinst du? Ja, wenn Olivia dann auch einfach stirbt, hätten wir ja in dem Zug nichts gemacht. Oh, ja, aber er macht doch noch irgendwas für 6. Jeez. Duplikant. Okay. All the cards. Ah, ist nicht so schlimm. Ja, dass wir halt gegen so ein Tap-Out-Controller spielen, ist schon okay mit unserem Deck, denke ich. Ja. Wir dürften eigentlich, wenn er nicht zu viel Tempo bekommt, hätte sein. Ja, jetzt ist natürlich ein bisschen schade, weil er easy Handmaster opfern kann in den Schild. Den kriegen wir dann aber wieder. Und Schneider zu legen? Ach so, ah ja, stimmt. Ja. Schneider ist gar nicht so schlimm, ne? Ja, ja, stimmt. Stimmt, Fall. Wir kriegen ja wieder, das habe ich ganz vergessen. Ja. Greifen wir erstmal an mit dem Wolf. Ach nee, wenn er ja noch runter. Ja, greifen wir den Duplikant an. Nein, ja. So, wir wollen, schon eine Swamp haben, ne? So viel schwarz wie möglich. Ja, wir können auch einen Tug nehmen. Ja, aber nein, auch nicht. Halt. Dich kann ich noch nicht spielen, meiner Mana-Basis. Ja, der kostet halt 8 Mana. Ist ein 8-Drop, ja. Und im Notfall kriegen wir einen Us wieder, wenn er, wenn sie da bleibt. Er könnte jetzt einen Duplikant opfern. Und ihn reanimieren. Was, glaube ich, besser ist als den Handmaster. Haben wir denn schon ein Target? Ja, ein Scavenging Us. Okay. Das sieht gerade noch so ein bisschen Battlecruiser Standard Magic aus, ne? Was wir jetzt machen. Nee, das sieht richtig gut aus. Was der jetzt kann? Ich meine, einfach nur dicke Sachen legen und gucken, welche besser sind. Wenn der mit dem angreift, können wir den nicht blocken, oder? Nein, brauchen wir auch nicht. Wir sind bei gesunden 18. Er könnte eine Liliana haben zum Beispiel. Die Analyse auf sich, das ist eigentlich ganz cool. Das heißt, der wird wahrscheinlich nicht viel... Naja, er hat immer noch 7 Mana, also 6 Mana zur Verfügung. Ja, was, er würde doch eher was machen, wenn er... Toxic? Nee, was war das? Achso, hier wird er auch. Wahrscheinlich blocken wir es. Bringt das was? Nee, nicht blocken. Blocken. Ja, nee, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir natürlich viele unserer Bullets schon... Na klar. ...verschossen. Das Land behalten wir für unseren Avenger. Ja, finde ich gut. Obwohl, den Messenger spielt... Na klar. Na, jetzt müssen wir sowieso liegen für den Messenger. Ja. Ja, schade. Ja, da hat er irgendwie alles gehandelt, was wir ihm aufgetischt haben, ne? Na, er musste ja auch immer eine Karte für eine Karte machen. Hm. Viel zu tun hatte er nicht. Hatten wir Turn 3 was gemacht? Nee, ne? Wir haben ausgelegt. Und dann nichts. Glaube nicht, ne? Hm. Weil das war, das Spiel wurde so ein bisschen durch das on the play, on the draw entschieden. Also, dass er uns immer ein Mana hätte. Ja, das stimmt. Oh, ich freue mich schon auf Summoning Club. Ist ja die Frage, was er jetzt noch alles machen muss, weil eigentlich, ja, so mehr Kreaturen. Na, ein Glück. Sind wir tot? Wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, der kommt getappt ins Spiel. Ja, ja, und der andere... blockt einfach nie in unserem Deck. So, na dann. Wir wollen dich. So, also ich bin jetzt... Und dich. Was haben wir für Kreaturen gesehen? Wir haben eine 1-3-Kreatur gesehen, ein 3-5er. Ach, ich wollte eigentlich auch. Und noch ein 1-3er. Das heißt, vielleicht ist der Disciple besser als der Bone-Shredder. Hm. Ja, nicht die Cyber, ich meine den Guildleaf-Dingens. Oh ja, oh ja. Der muss. Der muss. Wir haben jetzt. Ja, die Kreaturen, die wir vorhin gesehen haben, sind alle, haben alle, erfüllen diese Bedingungen von dem und er hat schwarze Kreaturen. Also. Olivia können wir rausnehmen, oder? Was? Warum? Weil sie nicht so überraschend war? Na, aber sie ist halt immer noch ein Threat gegen ihn. Also ja. Gegen die sollte er immer noch verlieren. Also Wall of Fruit sollten wir auf jeden Fall rausnehmen. Ich glaube. Warum? Einfach weil wir Karten haben wollen, die was machen. Das Spiel wird wahrscheinlich relativ lange gehen und wir brauchen keine Karten, die auch gegen Zorneffekte noch schlecht sind. Ich habe überlegt, ob wir es besser reinnehmen. Der kann auch den Shadow Mage Infiltrator blocken. Ja, und der kann 2 seiner Kontrolleffekte bringen. Wahrscheinlich wollen wir keinen Bone Shredder. Genau, also ich glaube nicht, also keine seiner Kreaturen außer dem 1-3er, den wir nie schreddern wollen, können wir zerstören mit dem. Also.
Ich denke, das Basecap ist gut, ja. Er wird ja, wir haben Downfall gesehen, wir haben zwei Kontrolleffekte gesehen. Mhm. Der Phoenix wäre gegen sein Deck natürlich auch nicht so schlecht. Habe ich auch überlegt. Könnte man da vielleicht... Aber den können wir leider auch nie wirklich erwarten, hart zu kasten. Ja, schon mit Doppelrot. Ich glaube, wir brauchen Olivia nicht. Aber Trap wird halt auch besser, ne? Also weil auf seiner Seite ist Olivia auch nicht so schlecht. Der hat ja schon ein paar Karten gezeigt, die sie wegnehmen können. Na, musst du dann nicht auch das Battlement rausnehmen, wenn du keine World of Wings spielen willst? Ja, kann man machen. Ich dachte, eins wollte ich behalten und wenn, will ich eher das behalten. Dann könnte ich auch sagen, wir nehmen alles raus. Was, die World of Wings nicht besser, weil sie sofort Mana macht? Ja, aber sie wird halt auch kleiner. Das Ding ist halt, die Frage ist, was für ein Spiel wir gegen ihn spielen wollen. Magic. Und, okay. Da wir uns darauf geeinigt haben, ist halt die Frage, wollen wir schnell sein oder wollen wir das Value Battle gewinnen? Brauchen wir denn den? Ja, der ist halt gut, wenn wir ihn früh legen, ansonsten ist er natürlich einfach... Aber er kann ihn ja auch übernehmen oder anders töten und wir wollen da auch keine Kreaturen reinwerfen, ne? Ja, okay. Aber den Film... Ja. Das wäre schön, wenn wir diesen Phoenix irgendwie live machen könnten. Ist das nicht gut genug, den auch einfach mal gemorph zu legen und irgendwann die Doppelrot zu haben? Okay, ja, die Hand könnte was. Das ist doch schick. Die Frage ist, ob wir was nachziehen, was wir in den Pott werfen. Gut ist. Easy. Fetchen wir hier mit dem Bloodstainmire? Nee, wir suchen jetzt uns hier einen Overgrown-Tomb getappt. Ja, brauchen wir, ne? Und ein Land können wir auch noch suchen. Da müssen wir natürlich überlegen, wenn der nächste Runde einfach Land sagt, go, dürfen wir auf keinen Fall diesen Pott in seinen Counter reinwerfen. Na, er hat ja auch einen... Essence-Getter, ja. Aber das Ding ist halt... Also nichts zu machen ist schon ist, genau, ist auch sehr schlecht, ihm die Karte einfach zu geben. Und selbst wenn er einen Counter hat, wollen wir auch nicht das dann Problem nächste Runde irgendwas dann. Also wenn er jetzt Counter hat, dann können wir den halt Vraska. Ja. Ja. Insofern glaube ich, dass gut, wir... Gut, ja, wir legen ihn einfach. Ja, ist richtig. Dadurch, dass wir nächste Runde noch was zu tun haben und danach auch noch was. Ding. Der wird schon ein bisschen bestraft, wenn er hier nur Essenskette hat. Jetzt den legen. Ja, das ist doch schön. Dann kriegen wir auf jeden Fall den Wellness unserer Vasca. Können auch den legen? Nee, ich würde Vasca, also schwarz-blau sollte ein großes Problem mit haben. Obwohl er erst Grieß ist. Aber haben wir eine rote Karten gesehen? Gar keine, oder? Nee. Also, ja, also wenn es das generische Kontrolldeck ist und kein Burn spielt, dann ist das schon sehr vorteilhaft hier für uns, einfach den Shadow Mage mitzunehmen. Zumal wir dann auch bald genug wieder irgendwas anderes mitnehmen können. Was... Genau, er kann halt was wir auch nochmal brauchen. Genau, er kann jetzt nicht einfach, also kann er schon, er kann das Turn 4 einfach einen Planeswalker legen, aber dann muss er sich danach um Vraska kümmern und den Threat, den wir legen. Und wenn wir damit drei Assassinen machen, können wir einen mit diesem hier. Ich habe schon mal mit diesem Assassinen gewonnen. Challenge. Fulfilled. Ja, fulfilled. Swift. Swift? Ich weiß nicht. Completed? Completed, ja. Den nehmen wir doch gern, oder? Ja. Ja, mit Planeswalkern sollte man hier im Schnitt nicht verlieren. Ja, selbst wenn er jetzt Shackles hat, kann er den nicht töten. Und wir haben sogar noch nächste Runde die Möglichkeit, CDC zu spielen. Ja. Was ist denn so ein Target, was wir eigentlich wollen? Summit? Das wäre die rote Karte. Ja. Was auch nicht so schlimm ist, den machen wir mit der Maske kaputt. Das steht drauf, genau. Aber der kann immerhin das Best Guide sich vor den Keranos werfen, wenn es schlimm wird. Aber wir sollten jetzt hier einfach die Wurmkoll Engine mit Xenagos raus. Ach nee, dann wird er abgeschossen, ist auch blöd. Die, dann wird er abgeschossen. Na, meine Idee war jetzt... Ach nee, Quatsch, das geht ja auf plus 1. Ah, oder? Es wäre doch jetzt, glaube ich, ein guter Spot, um die Wurmkoll einfach zu legen. Ja. Und dann kann der Vraska nicht töten, Xenagos nicht töten.
Und nächste Runde können wir immer noch CDC spielen, weil er muss ja wieder irgendwas tun. Ja, und wenn er sich Wunker-Engine nimmt, können wir alles kaputt machen, was gefährlich ist. Wie kann, und vor allem wissen wir gar nicht, wie er diese nehmen kann. Er hat uns nichts gezeigt, außer seinem Drachen. Genau, und da haben wir einfach die Antwort durch. Ja, genau, das meine ich. Also, eine Wunker-Engine geklaut zu bekommen, ist ja schon relativ fatal. Das stimmt, ja. Und deswegen gibt es ja auch so die Möglichkeit, einfach die beiden zu legen. Nee, ich glaube, wir müssen das Window hier nutzen, das wir bekommen haben von ihm. Ja, nutzt das Window. Insbesondere, weil wir auch nicht wollen, dass dieser Xenagos stirbt. Und so nutzen wir das Mana halt sehr viel besser. Der stirbt auch nicht, wenn wir den legen. Richtig. Ja, aber da wir den Essence Guide auch schon gesehen haben. Wir können ja auch Space Guide legen und CDC machen. Ja, aber warum? Also wir haben nichts gesehen, was die Wunker hindert. Außer, doch ein Duplikant, oder stimmt nicht. Stimmt. Nee, warte mal, ein Duplikant, Artefaktkreaturen? Ja. Dann ist vielleicht der Space Guide voll. Was können wir uns denn suchen, was jetzt? Das ist die Frage. Fantastisch wäre. So ein Perforce wäre doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, also mit einem Xenagos auf dem Feld ist das ein ziemlich schneller Clock. Und die machen die Assassins? Machen nochmal alle zwei Schaden. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, in Anbetracht dessen, dass wir schon den Duplikant gesehen haben und das eine sehr, sehr elegante Antwort für die Wunker-Engine ist. Und den würden wir ihn wahrscheinlich auch mit einer CDC rauslocken, weil er sich dann 4-6er gönnt. Und ich auch für die CDC Line of Play. Wenn er dann Duplikant macht, können wir es auch noch auf Space Guide umleiten. Genau. Okay. Space Guide scheint ja einfach die richtige Antwort auf alle Fragen zu sein. Die geht auf Plus. Dann können wir auch mit dem Satyr noch angreifen. Weil warum nicht? Auf ein Nier. Weil er... Achso, okay. Gotcha. Ach, richtig cleverer Block von ihm. Spy. Ja, die beiden auf 4 ist natürlich super angenehm. Ding. Können wir mal gucken, ob wir irgendwas Besseres haben. Weil ich glaube, Perforce ist schon schön. Ich meine, wir können natürlich auch Puls nehmen, einfach zu sagen, wofür? Noch was Schönes zu haben, um irgendwas anderes zu machen. Nee. Wir könnten auch... Haben wir den Disciple drin? Nee. Ich meine, Sheldred wäre auch nicht verkehrt. Ja, die können wir noch... Na gut, mit dem Xenagos können wir sie legen. Mhm. Ansonsten... Noch Titan... Na, es ist, glaube ich, schon der Prophorus. Der macht so viele draus, einfach fast Insta-Win. Also jede Kreatur ist ein Threat. Ja, gefällt mir. Und den kann er auch nicht so wirklich entfernen. Genau. Und so weit von Devotion sind wir auch nicht entfernt. Eins. Können wir nicht überhaupt groß machen. Also das ist nicht irrelevant, ist auch, dass man pumpen kann, ne? Ja, ja. Das macht mit den Xenagos-Token auch nochmal sehr interessant. Oder mit den Assassins. Exactly. Wir haben einen ich habe noch nie so eine Assassine gesehen. Hast du schon mal den Token davon? Mhm. Sieht schlecht aus. Ja. Mhm. Ja, das... Der Job. So, jetzt kommt doch der Duplikant. Denn unser Gegner hat ja immer alles. Aber dann lassen wir einfach diese essen? Nee, wir haben Space Guide. Dann haben Space Guide. Und die brauchen wir nicht für spätere Shenanigans? Space Guide? Es kann auch sein, dass die CDC nicht wichtig genug ist. Also, dafür haben wir ja den Space Guide reingemacht. Und eine 4-6 Death-Touch-Kreatur ist schon eine Ansage. Ich finde das absolut legitim, da den Space Guide reinzuwerfen. Mhm. Problem bekommen wir natürlich gegen Shackles. Ja, aber dann kannst du nicht die Lightning Bolts weiter schnabulieren. Also, wenn er Shackles macht... Stimmt, wir haben ja, wenn er den Space Guide übernimmt, können wir den auch nicht kaputt machen. Na, wir können den Space Guide kaputt machen. Ja, aber wenn er jetzt den Drachen legt und den Space Guide nimmt, ja. Dann können wir den Drachen nicht kaputt machen. Ja, das ist richtig. Wir können halt nicht um alle seine Karten herumspielen. Ne? Stimmt, ja, dann müssen wir die Space Guide beim ersten vernünftigen Dings reinwerfen. So. Erwarten wir denn jetzt, dass er countet? Was hat er denn gezogen? Land? Ja, Warden Cataclysms. Ah ja. Tja. 5 reaktive Spells. Also wahrscheinlich hat er einen Downfall und will
Die sind die kaputt machen? Nee, aber der hätte dann schon Planeswalker zerstört, oder? Also die spielen jetzt einfach Buffers, oder? Ja, ja. Das, die kann mit Essence halt countern, ne? Ja, aber... Wir können ja theoretisch erstmal angreifen und schauen, was passiert, aber du willst den Xenagos-Druck mitnehmen, ja, ja. Okay. Ich glaube, wenn ihr jetzt Purpose macht, dann töten wir einfach den, machen einen Token, greifen mal an. Mhm. Das klingt nicht so absurd, oder? Kryptik könnt ihr halt ganz schön viel Arbeit leisten, oder? Nee, Counter und dann Tab, ist egal. Counter Bounce können wir verhindern durch Spells Guide. Ja, okay. Counter Bounce, ja. Ja. Vielleicht identifiziert ihr den auch gar nicht als Threat. Das wäre sehr foolish. Obwohl, vielleicht hätte man die Wurmcall Engine vorwerfen sollen, weil Pufferos on the Long Man doch eher gewinnt als... Alter, bei dir ist Pufferos aber auch ganz weit oben in der Liste von insane Karten, oder? Boah. Also da kann man den Nikabolas schon mal als Bait benutzen, damit der Pufferos auf jeden Fall gesollt. Der ist wirklich absurd, ja. Das musst du mal in Aktion, das ist echt... Du gewinnst nicht mehr gegen den, das ist wirklich krass. Das hat er anscheinend nicht realisiert. Na, nächste Runde sollte er ja schon sterben, ne? Weil zusammen mit Mana plus... Ich finde, wir müssen einen 3 jetzt nicht kaputt machen. Ich finde auch nee, nicht. Wir machen jetzt einen Token. Nee, aber Wasser macht ja keinen. Achso. Na, die Wasser macht einfach Plus und macht dann demnächst Token, oder es hat... Obwohl, was spricht da... Ja gut, es spricht dagegen, dass wenn ich das nächste Pamela, das kommt, das stimmt. Ja, so richtig. Mhm. So, was hat er denn da alles auf der Hand? Wenser? Tja, ja, den kann ich nicht das Spell Guide, ja. Aber das ist doch fair. Jo. Na, die Combo muss er erstmal unterbinden aus Xenagos, Braska und Purpose. Das klingt auch wie so ein schönes dynamisches Trio, oder? Ja. Die könnten echt Freunde sein. Giant Friends. So sehen die aus, ja. Das ist die Freundschaft. Oh, ja, wow. Er zeigt Insel. Okay. Insel finde ich fair. Stell mir vor, wir hätten jetzt noch einen Xenagos auf unserer Seite. Einen Keranos, meine ich. Ja. Der würde da nicht reinpassen. Wusstest du, Fun Fact, wenn man alle Götter im Spiel hat, hast du Devotion für alles? Cool. Sick, ne? Sind alle Kreaturen. Nice. The more you know. Hast du genau die Devotion oder hast du Überschuss? Das ist wahrscheinlich Überschuss, oder? Na, du musst schon Überschuss für die zweifarbigen haben. Ja, aber hast du genau ausreichend für die zweifarbigen, oder? Nee, du hast ja viel mehr. Aber es gibt ja... Wohl. Ja, natürlich hast du für die zweifarbigen viel mehr. Weil du hast ja 4 rot, 4 grün mhm. und den selbst. Minus. Sure. Sure. Was passiert denn jetzt noch, was uns stören kann? Naja, immer noch Silumgar. Ja, aber selbst das wäre jetzt schon nicht mehr schlimm. Ja. Ja. Ich glaube, Treachery wäre ein schlechter Anfang. Treachery into Silumgar. Nimmt die Braska, ja. Braska zerstört, Xenagos. Das wäre schon mal ein guter Start. Jace. Ja. Ich sage es relativ selten, aber Jace dürfte hier nicht mehr reißen. Mhm. Boah, können wir nächste Runde sogar schon töten. Wenn wir unsere eigene Wurmkollision zerstören, meinst du? What? Achso, wegen dem? Maske? Na, wir können... Ja, vielleicht. Das wir, sind könnten auch, wir könnten auch einfach den Sieger töten. Ja. Dann 3 rote mit dem Xenagos machen. Ja. Dann haben wir insgesamt 9. Pump, ja. Pump für 3, reicht auch nicht. Na gut. Das heißt, wir machen 8 Schaden. Ah! Oh. Ja, wir können sogar hardcasten. Ach ne, ich meine, wir können ihn evoken und noch die Dings legen. Die Bunker hin. Oder wollen wir lieber weiter... Ja, wir müssen eigentlich die Drohnen-Token machen. Mana machen ist Schwachsinn. Finde ich auch. Das heißt, wir suchen jetzt einfach Hardcast. Steht nur. Wenn wir aber evoken, können wir mit dem, also wir könnten mit dem angreifen. Aber reicht's dann nicht schon?
Wenn wir wirklich die Baumkörner zerstören, machen wir 8. Angriff 19. Da müssen wir noch zweimal pumpen. Fangen wir schon an, unsere eigenen Sachen kaputt zu machen? Nee, aber warte mal. Wenn du jetzt einfach evokst. Ja. Nehmen wir mal an, der Resolve. Das sind 2 Schaden, geht auf 11. Dann, genau, dann wird der zerstört. Genau, dann greifen wir an für 2, geht er auf 9, dann spielen wir die Wurmkeulen, geht er auf 7, zerstören wir sie, geht auf 1. Der macht nur 2. Quatsch, auf 3. Der macht nur 2. Ja, genau, so habe ich es auch schon ausgerechnet, Johnny. Aber gut, das haben wir nachgerechnet. Also. Ja. Ich glaube, wir wollen den evoken. Und wenn das gecountert wird, greifen wir einfach nur mit dem an. Ja, wieso? Wir bringen doch jede Runde Token. Und dem Spiel. Token. Ist doch. Aber so, dass wir pumpen können. Weil dann kann er die beiden nicht blocken. Und nach dem Combo zerstören wir dann. Reicht das nicht einfach einmal zum Pumpen? Wir haben ja eh nur ein Rot. Ihr wogt doch jetzt einfach den Schriegmau. Ja. Und pumpt dann zu 1. Weil wir eh sowieso nichts anderes machen können. Genau. Und wenn der Schriegmau resolve, kann sogar der Space Guard mit angreifen. Zusätzlich zu dem zweiten 10er-Token. Ich glaube, in keinem Fall müssen wir hier... Jeez, that was easy. Müssen wir hier... Na? Die Wurmkeulen zerstören. Den 10er-Goss plus machen, sondern wir machen einfach einen Token und das reicht aus, das meine ich. Ja, aber es kostet uns ja auch nichts. Redirect. Ach ja, auf Jays. Oh, dann können wir doch nicht einfach den Token damit schon redirecten. Dann müssen wir auch nichts kaputt machen. Klar. Allerdings brauchen wir nicht Redirect, wenn wir einfach pumpen und 3 direkt auf Jace schicken. Auch wieder richtig. Also... Mit einem Downfall hat er eigentlich nicht. Dann könnt ihr mit einem Removal dafür sorgen. Wahrscheinlich ist es sicherer, einfach auf Jace zu schießen. Ja. Ja, wenn wir ihn diese Runde eh nicht töten, ja. Ja, ist schon richtig. Ja, die Geschichte hat auch gezeigt, wenn du einen Jace töten kannst, macht das auch. Hat die Geschichte gezeigt, das hat es ja häufig schon gezeigt. Deswegen lebt Jace ja auch noch. Das ist in allen Geschichtsbüchern nachzusehen. Das sieht doch echt schön aus. So eine Bauposition gefallen mir. Einfach viele Planeswalker und das macht noch viel mehr. Die Götter waren echt ein toller Hit. Also so vom Style, von der Umsetzung. Lieblingsgott oder Göttin? Ich gehe mit. Von was denn? Ja, von allen 10. Also vom... Einfach, ist mir egal. Du kannst einen mit auf die Arche nehmen. Man muss schon Keranos sagen. Keranos ist schon... Ja. Wenn du die Wahl hast, irgendeines Spiel zu legen, wird es wahrscheinlich immer Keranos sein. Wobei ich Xenagos auch sehr flavorful finde. So. Boom. Angriff. Ich habe noch nie Xenagos im Spiel gesehen. Für eine Trillion. Hier ist einer. Er ist ja kein Gott. Machen wir Token. Schießen auf Jace, pumpen. Sagt der angreifende Kreatur? Nee, einfach so. Der macht einfach globales Fire Breathing, ja, ne? Das ist doch krass, ja. Ne? Und dann können wir einfach angreifen. Sogar Space Guide ist ja. Kannst du sogar im Condom herumspielen. Ist mit von der Party. Haben wir Vraska schon hochticken lassen? Ach, 4 Mana kostet das. Nee, 3. Was, 3? Ach so, ich dachte, es kostet nur ein rotes. Ach, deswegen hast du Firebreed. Ja, die Sorte von Firebreed. Ja, natürlich kostet nur ein rotes, ja. Ja, wie gesagt. Das wäre ganz schön absurd. Ich habe mir gerade nicht so oft durchgelesen. Das wäre gar nicht so schlecht, ne? Oh, Turn 5 tot. Hier gab es was. Obwohl, Ephara ist auch echt eine schöne Göttin. Oh, ich finde, ja, dass sie echt viel zu wenig verdient. Die ist richtig sweet. Warum war sie so nie so gut? 4 Mana ist halt zu teuer. Aber der Effekt ist schon sehr gut. Ja. Naja. Aber die Competition ist halt sehr high, ne? Du ziehst ja erstmal nicht, oder? Nee. Nicht, wenn der eine Kat, wenn sie eine Kreatur ist. Dann siehst du ja. Ja, aber wenn du sie einfach nur legst. Ja, genau. Sie macht halt sehr erstmal... Gut, aber danach verlierst du doch niemals die Attrition Wars über lange Sicht. Ja, ist halt die Frage. Ne? Das Problem ist halt, du musst sie in den Deck packen, wo du Kreaturen spielst und gleichzeitig Karten ziehst und trotzdem mit Damage gewinnst und ins Late Game willst. Das hört sich irgendwie komisch an. Also Armor Control ist wahrscheinlich schon die Shell für sie, aber da musst du sehr zuverlässig auch gewährleisten können, dass sie eine Kreatur wird. Damit sie noch volles Potenzial. Ja, es wird ja auf Dauer eine Kreatur. Ja. Das Interessante ist ja, dass... Hat man eigentlich das auch? Nee, ich glaube nicht. Das Interessante ist ja auch, dass du ganz häufig bei Keranos zum Beispiel oder auch bei Tassa oder was auch immer gar nicht willst, dass sie Kreaturen werden, ne? Weil sie dann anfälliger werden. Du schießt auf mich. Na, das wollen wir nicht, oder? Nö, wir sind auf 19, das wollen wir noch nicht.
easy umlenken. Was hat er uns gezeigt? Compulsive Research. Ja, ja, zieh doch erstmal Karten. Dann hat er Deep Analysis abgeworfen, um nochmal ein paar Karten zu ziehen. Theoretisch könnte er auch das Upheaval haben. Sinn und gar. Language, ja, hilft dir erstmal noch nicht. Das Upheaval wäre so das. Habe ich letzte Runde Frasca vergessen? Ja, ne? Communicate, ja. Ja. Sind wir schon durch. Haben wir schon. Guten Morgen. Ganz schön behind. Ich wollte nochmal daran erinnern, wie schlecht das war. Na, ich hab's nicht vergessen. Ich hab's, glaube ich, während des Turns sogar noch gesagt. Fraske. Jetzt machen wir unseren. Jetzt machen wir unsere eigene Wumpe. Unseren Nieten was damit, ne? Ja. Richtig. Ja, das stimmt. Oh, wahrscheinlich hat er so Sinn umgar auf der Hand und freut sich schon. Ja, Wumkeinschein, ja. Can't lose. Nope. Ach, Zappofrost. Nicht von dieser Welt. Ding! Ja, naja. So, was sagt Mr. S-Cloud Phoenix? Haben wir denn einen Weak Link in unserem Deck, dass der Phoenix ersetzen könnte? Nee. Es ist halt schon wichtig, ne, so ein bisschen ahead on Mana zu sein. Also das Battlement will ich nicht cutten wollen. Ich finde auch 4 sind okay. Gavin Geo ist wahrscheinlich auch viel zu gut. Wir haben Deep Analyze gesehen, vielleicht spielt er sogar noch Snapcaster. Ich sehe nicht, was jemand schief gehen könnte. Ja, na, lassen wir es so. Lassen wir es doch. Vielleicht ist Sheodred zu gefährlich. Für uns. Er den kriegt. Auf der anderen Seite ist sie halt auch eine gute Kreatur gegen ihn. Sie macht halt sofort was, wenn sie im Spiel ist. Das wird schon. Wir müssen einfach nur hoffen, Summoning Trap zu ziehen. Dann ist das Spiel vorbei. Offensichtlich. Wie können wir denn nicht Summoning Trap spielen? Oh! Oh! Und wir können sogar Turn 3 den Messenger spielen. Oh, bitte hab deinen Miscalc. Na, oder Essenskette oder sonst irgendwas. So, Johannes, jetzt siehst du das mal im Einsatz. Aber den können wir nicht legen, oder? Was? Nein. Obwohl, wir machen ja Nature's Law auf einen Overgrundtum. Okay, also können wir den doch legen. Ja. Ja, dann haben wir. Ja, gut. Bist du schon excited, Johannes? Ich. Siehst du nicht, wie ich hier auf und ab springe? Ich sehe uns schon genau 3 Länder hitten. 7 Länder hitten. Dann, oh, ist aber schon ein sehr guter Draw hier. Das war im Übrigen doch nicht so gut, weil, wenn er das jetzt mit der Miscalculation beantwortet, das Nature's Law, dann... Ja, aber... Wie da müssen wir das? Na, da können wir immerhin noch das Birthing Pod legen. Ja. Kann sein, dass es nicht gut genug war, um es zu machen. Also die 2 Schadenspunkte da. Ich habe Birthing Pod zu dem Messenger. Das realisiere ich jetzt erst. Aber wir müssen die Kreatur legen. Was? Aber wenn er jetzt Shadow Mage im Shadow Mage? Wir legen jetzt einen Birthing Pod, wenn er sich austappt. Machen wir? Ja klar, wir wollen doch, dass er die Kreatur countert mit der Summoning Trap. Das stimmt. Also Xenagos jetzt aufs leere Board zu legen ist natürlich auch nicht verkehrt. Das würde ich schon sagen. Xenagos ist schon fantastisch. Und dann weicht ihr ganz schön vom Plan ab. Ne? Können wir nicht nächste Runde sogar beides machen? Wenn wir 0 machen, gehen wir auf 6 Mana und können das und dem? Ja, ja. Ja, und hätten dann immer noch die Summoning Trap als Backup, ja, finde ich sehr gut. Ja, wir weichen vom Plan ab, aber auch nur, weil das jetzt sich anbietet. Die Summoning Trap wird auch wieder. Schöner aus, du könntest Politiker werden, Johnny. Ich meine, wir wollen ja, dass er Mana aufmacht, wenn wir eine Kreatur spielen, um unsere Trap zu erledigen. Stell dir mal nur ganz kurz vor, wir spielen den Messenger, ja. Der wird gecountert, wir Summoning Trap den Avenger und machen dann Plus für Birthing Pod. Jeez. Dann haben wir keinen Griffelband, den wir holen können. Oh, Spielverderber. Naja, aber der muss ja raus. Jetzt sehen wir wieder Birthing Pod, ne? Macht er ungetappt? Ja. Das heißt, wir können sogar... Ja. Ja. Alles. Alles. Diese hier. Und ist auch perfekt, weil wir wieder nicht den Messenger spielen müssen, sondern warten können, bis er wieder... Das nice, wir können noch warten, bis er counter kann. Ja, ihr lacht, aber... Na, du hast den Value von Necromancy und Messenger schon eingesehen, oder? Habe ich ihn eingesehen? Na, der kommt ganz schön häufig zurück. Echt, heute ist wie eine Art Taschenporphyros. Taschenporphyros? Naja, der macht auch immer wieder 2 Schaden. Also, ja. Was können wir denn jetzt holen? Olivia? Handmaster? Porphyros. Ich möchte lösen. Ich kaufe einen Kuh und möchte lösen. Echt, wir holen Porphyros? Was ist denn mit diesem Handmaster? Na, der wird ja noch viel besser, wenn Perforos erstmal da ist. Ah, jetzt verstehe ich. Wir können doch mit Perforos nicht verlieren.
Sehe ich auch so. Mhm. Soll er seinen Jace legen? Jetzt muss er Shackles auf Virtual spielen? Legen wir wenigstens so jetzt. Einmal Massaker-Bogen. Haben wir noch einen Olivia im Deck? Ja. Oder? Hast du sie rausgenommen? Ich glaube, ich habe sie ausgenommen. Cool. Aber ich meine, wir opfern ja so oder so die... Damit können wir nichts tun. Nee. Ja, dann hol doch mal, dann aktivier doch mal diesen sogenannten Pot. Ja, aktivieren wir den nicht auf dem Messenger? Er hat gar keinen Counter gezogen. Die Wutters machen doch gerade gar nichts. Die Wutters machen so echt wenig. Also den Messenger spielen wir trotzdem. Wir müssen halt aufpassen, er hat jetzt hier schon eine ordentliche Glocke mit 4 Schadenpunkten. Naja. Wir können halt theoretisch jetzt Birthing Pot machen und Puffer rausholen und dann Messenger legen. Alternativ können wir Handmaster holen. Ich würde den Handmaster holen, for safety reasons. Oder? Ja. Vor allem den Handmaster holen ist richtig stark. Ich meine, wir haben dann immer noch einen Necromancy und können danach nochmal den Birthing Pot auf Handmaster benutzen, falls wir wollen. Weil er muss den ja behandeln, weil er sonst ganz viel Schaden macht. Und ja, ich wäre für... Du kannst ihn dann nochmal auf Handmaster... Achso, den Handmaster da reinwerfen. Nee, ja genau. Ja, ja, mit Necromancy. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Ja, also wir gehen hier nicht ins Rails. Wir potten den weg. Ja. Weil und spielen ja Messenger. Sinn. Wahrscheinlich. Ja. Es gibt doch keinen Grund, warum wir hier erstmal angreifen Leben zahlen würden. Nee, auch nicht. Mit 4 Schaden in der Luft. Aber wenn wir doch Olivia am Deck haben, wäre natürlich unter dem Schild. Aber ich glaube, wir haben sie ausgeholt. Ach so. Ja. Aber wir müssen ja Kribbel schwarz aufhalten, so wenn das sie wollen. Naja, das ist die Frage. Hätten wir Olivia gehabt, dann... Handmaster, ja? Mhm. Ich denke schon. Ja. Oder? Das Race gewinnen wir, glaube ich, sonst nicht. Obwohl, doch, warte mal. Ist einfach, wenn wir jetzt Puffer rausholen und Messenger legen, dann machen wir schon mal 4 Schaden. Viel. Und viel Schaden. Dann können wir nächste Runde den Messenger opfern, kriegt er nochmal 4 Schaden. Und wir kriegen den Handmaster, der nochmal 4 Schaden macht. Das ist ganz schön absurd. Das sind 16 Schaden in 2 Runden. Ja, das ist absurd. Oh, das hört sich ganz gut an. Das Problem wird nur, wenn er den Messenger übernimmt. Ja, das stimmt. Nee, das Problem. Aber das Ding ist, wenn er stirbt, der Messenger, kriegen wir ihn zurück, falls das irgendwie daran sein wird. Aber wir haben ja jetzt immer noch die Chance, einfach mit der Summoning Trap den Avenger zu hitten und tot zu sein. Stimmt, ja. Und das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Wenn wir ein Land ziehen, können wir She-Olded spielen, was auch nochmal unangenehm wird. Ja, weil er sie übernimmt. Was? Herr Schellert ist jetzt auf dem Board nicht die beste. Nee, jetzt kommt Shackles, oder? Nee, jetzt kommt... Shackles. Bounce. Bounce den. 4 Lifeless. Einmal. Dankeschön. Er muss ihn bouncen. Ist oh, aber damit Birthing Board ist ja noch... Ja, jetzt wäre richtig absurd. Ja, jetzt kann er nicht machen. Oh. Hätte den Token bauen, der macht. Wir haben uns ein schönes Anti-Control-Deck gebaut. Hm. Und wir können diese Hammering dann nicht benutzen. Na, no, wir könnten sie einfach spielen. Oh, vielleicht hat er jetzt Essence-Scatter gezogen. Ja, aber wir müssen den Birthing Board diese Runde... Nutzen. Das ist nö, einmal reicht eigentlich. Stellt euch das mal vor, dieser Handmaster, was der jetzt gleich machen wird. Mhm. Das sind 4 Lifeless, 2 Lebenspunkte, 2 Kreaturen und nochmal 4 Lifeless. Das ist ein bisschen an das Deutschland-Brasilien-Spiel. Ja. Ja, nee, das stimmt. Also. Wie sollen wir den Kontrolldeck gegen Birthing Pot Purphoros gewinnen? Mit Messenger. Geht auch, ne? Ja, also langsam sehe ich es auch. Ja, langsam. Trete in die Kirche von Porphyros ein. Ja, doch. Und die Necromancy garantiert auch, dass man... Der hat echt einen großen Hammer. Ja. Hast du eigentlich mal das Artefakt von Porphyros in Aktion gesehen? Ja. Ist eigentlich ziemlich impressive. Wenn Habe ich schon mal gemacht. Gegen verloren. Ja, im Standard oder was? Mhm. Gegen Pablo Doritos. Pablo Doritos? Ja. Gegen so Pablo Doritos. Das hört sich nach einem Insider an. Nicht nach einem Spieler. Ja, das ist ja Brasilianer. Ja. Ach so, so hört sich der Name auch an. So. Den können wir in den Sextrop potten. Ja, wie gut ist es denn, Birthing Pot für 2 Lifeless zu machen? Was haben wir denn für Sextrops? Wir haben einen... Engine und Titan. Oh, das ist perfekt. Das ist richtig gut. Wir können jetzt... Also, erstmal... Oh mein Gott. Also. Wir können Birthing Pot für... Also erstmal greifen wir an. Dann Birthing Pot für 1 aktiviert. Hm. Dann den Guildleaf gespielt, also erstmal Guildleaf gespielt, damit er den 1-2 Blocker wegmacht. So. Ja. Wenn er den countert, haben wir die Summoning Trap. Hm. Und danach können wir immer noch Birthing Pot aktivieren. Oh, ist das sick. Ich dachte,
Irgendwas total absurdes. Das ist super. Ey, hört mir zu, Jungs. Wir tappen unsere Länder und spielen eine Kreatur. Ich glaube, dass die Politiker ist gar nicht so weit entfernt, weil ich war total hooked. Und dann hat er nur das gesagt. Ich muss diesen Mail sogar. Ich habe einen Plan. Yes! Und jetzt kommt der Avenger. My friend. Nein, was machst du da? Du musst erstmal abwarten. Achso. Nein, wir müssen nicht warten. Ich will jetzt. Hier kommt der Cast. Trap. Okay, komm, Avenger. Oh. Oh, nein, wir müssen ja die Schuhe nehmen, aber wir müssen ja. Ist doch okay. Siehst du, wie gut diese Trap ist? Ich hab's gesehen. Ja. Aber dann können wir den. Jetzt greifen wir erstmal an. Ja, wir reacten nicht auf Jazz, oder? Wir kommen ja eh noch auf. Wir machen jetzt nochmal 4 Schaden mit Handmaster und 2 davon. Das ja, Jazz stirbt ja so. Ja, das. Ach, ja, ist okay. So, und jetzt greifen wir denn mit dem an? Mit allen greifen wir an. Na, der kann nicht angreifen. Ja, natürlich nicht, aber mit allen. Greifen wir mit den beiden an? Ja, klar. Auch wenn er den umbringt, ist es egal, oder was? Ja, weil dann machen wir trotzdem Burfing Pot. Wir tauschen ja auch nur gegen den da. Ja, aber wir nehmen seine Glock runter. Aber wir wollen halt eigentlich den kleineren davon potten, ne? Sondern den größeren. Also wir wollen doch, dass er stirbt mit einem Necromancy. Ja, ich würde auch meine Shiro dort nehmen. Aber es geht ja darum, dass wenn der jetzt stirbt, müssen wir den 4-3er wegpotten. Ah, dann greifen wir nicht an. Ich glaube, das ist nicht fair. Mhm. Na gut. Weil der 4-3er haut ja nächste Runde so, dass er unangenehmer blocken muss. Mhm. Ja, aber der Satyr kann noch angreifen. Nee, ja, der stimmt ja auch nur gegen so einen Token. Ja, der läuft einfach 1-3. Nee. Der hat nicht genug Respekt vor den Token. So, Abhiebe wäre immer noch ein bisschen doof. Das kann nicht der Weg zum Ziel sein. Na, warte mal ein bisschen. Da wäre ich noch ein 5-Drop-Kreier. Ja. CDC. Ah, CDC. Boah, CDC wäre auch wunderschön. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Trap. Naja, nö, sie hätte ja aber doch so gesagt, dass dann 2 Raum auskommt für 7. Naja, der ist ja nicht kein Wir hatten noch Spaß, oder? Kurz bevor sie resolved ist, hatten wir Spaß. Also sein Gesicht möchte ich einfach, also das ist ja, ne, dass man sich ja vorstellt für einen Kontrollspieler. Ach, das ist dein... Das ist der Spaßfaktor, nicht, dass man eine Kreatur rauskriegt. Na, hast du schon mal eine Lanova 11 gecountert und dann so ein Braco im Gesicht gehabt? Das ist echt nicht Spaß. Also... Für eine Seite. Die Frage ist, mehr Spaß für deinen Gegner als für nicht für dich ist. Wahrscheinlich schon. Also meinst du, ob das Leid größer ist als der Lustgewinn? Ja. So. Hoffentlich. Wir können ja auch übrigens instantmäßig... Ja, nochmal Schaden machen. Er hat gerade ein Duplikant abgeworfen. Den können wir uns ja auch irgendwo machen. Ja, aber guck doch mal, er ist da eh jetzt schon auf Defense Duty. Das heißt, wir potten jetzt auf dem... Auf die CDC, ne? Ja. Was holt ihr uns dann? Irgendwas, was noch mehr Token macht. Aha. Auch mit Grün, ey. Angreifen vorher bringt auch nichts, oder? Nö. Weil wir wollen ja auf jeden Fall auch den potten. Aber wir wollen ja mit CDC auch wieder irgendwas irgendwas opfern. Das heißt, vielleicht wäre Angreifen gar nicht so schlecht. Damit. Ja. Dann geht alles, aber ich glaube, der Handmeister kann auch reingehen. Ja. Ich denke, auch wenn der Handmeister so geblockt wird, dass er stirbt... Handmeister? Er muss ja auch alles blocken. Ja. Das ist ja auch nicht so, dass er irgendwas... Er hat auch noch die Witch 2 Pro-Focus-Aktivierung, ne? Ja, deswegen also. Ja. Der blockt, glaube ich, einfach alles durch. Ah, dann hat er Lenkfisch gezogen. Na gut, aber das hilft ihm ja jetzt auch nicht. Das kann man so nicht sagen, ne? Dass ihm das hilft. Okay. So, gegen Lenkfisch sind die ganz schön gut, habe ich gehört. Mhm. Und was suchen wir denn? Avenger. Avenger ist schon schön. Ja, Avenger mit Necromancer ist eigentlich ganz so schlecht. Ne? Ja, die Frage ist, ob wir 2 oder 1 zahlen. Ach so. Weil wenn wir noch ist das nicht egal?
Ja, wenn wir noch einen Film drauflegen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas spielen werden. Also das Play, was er hier signalisiert, ist schon Language. Na. Und mit dem Make-Comments die Unterschiede. Na, wir könnten ja auch zum Beispiel. Ne, wir finden nichts, was zwei Sachen ins Spiel legt, ne? Nee. Na, wir könnten ja zum Beispiel einen Spells Guide suchen, den legen und dann. Ich glaube, ich bin einfach den Avenger, weil er den Puffer aus nie gehandelt bekommt. Und vor allem, wir können ja End of Turn immer noch einen Handmaster uns holen, falls notwendig. Ja. Das sind ja auch nochmal vier Schaden. Deswegen macht halt der Space Guide Sinn. Also der eins weniger, dann suchen wir uns den Space Guide und können den auch instantmäßig wieder suchen. Ja, auch nicht. Avenger. Ja. Easy Call. Achso, kriegen wir den Usuga theoretisch auf 5, wenn wir wollen? Ja. Convenient. Wobei ich ja schon gerne mal jetzt. Oh. Ich muss nicht das 3 macht, ne? Nee, ich habe auch gerade geguckt, das ist. Ja, dann machen wir das doch mit dem Us, oder? Würde auch sagen. Ja, da brauchen wir jetzt noch eine Antwort. Nehmen wir ihm seinen Duplicant weg. Und unseren Wood Elf. Ja, und unseren. Geld lief. Ja. So. Hätte man lieber die DC nehmen sollen, aber. Ja, vielleicht. Also in irgendeinem komischen Universum wollen wir vielleicht nochmal ein Tutor haben. Nee, in einem komischen Universum wollen wir vielleicht nochmal ein Removal haben. Ich finde. Also tutorieren muss man ja nichts mehr. Wieso? Wir hätten doch dann die DC holen können und damit einen Missimpuls oder einen Schritmo. Ja, das ist schlechter als direkt ein Removal zu haben. Was ist denn jetzt? Ich glaube, man macht den noch kaputt. Murderous Card? Ja. Okay. Wie hätten wir es denn jetzt? Ich will schon ziemlich viele Trigger von Purphorus. Ja, ich auch. Alle. Oh. Bei einer Minute oder so bei 20 Sekunden ist vielleicht sogar gar nicht so gut. Schön. Schön.